bin auf Phil. Bin nochmal im Halbschatten. Ja, ich sag immer Zelda, weil ich jetzt auch wieder auf Zelda fokussiert habe. Wird nicht mehr. Oh, speichern. Ja. Mir ist gerade das Spiel, der Computer abgestürzt. Keine Ahnung warum. Einfach gemacht und dann wieder aus und dann musste ich wieder hoch und dann musste ich ein kleines bisschen wieder nachspielen, aber bin ja da. Da ist ja ein Speicherteil, wie aus dem ersten Teil. Die Dinger sind überall, ein Teil von mir ist immer noch da drin, etwas, das mich hineinziehen möchte. Jupp, wir haben eine CD, also Kassette. Können das da rein tun? Ich muss anfangen klar zu denken. Ja. Da rein bitte. So, jetzt. My name, Elof Carpenter. Rank, elevated. Status, Code C, imprisoned. Observing the turn gap movement. I predict that it will be my cell they visit next. To my knowledge, I am the last remaining member of the elevated at this facility. And so it falls upon me to ensure that Xeno protocol is not compromised. For that reason, I record here the only way I have discovered to neutralize the viral threat. The species are very weak. Oh, please! Ja, das war nur Monster in dem drinnen, in der Kassette nicht. Also in der Aufnahme. Hier ist unser Raum. Und da war der glückliche neben uns. Jo, nützliche Sache, verdammte Schloss. Nehmen wir das Ding. Und dann nehmen wir das Ding. Das ist kaputt. Dunkel. Jetzt kommt das erste Monster. What was that? Gleich müssen wir uns beeilen. Erste Monster kommt. Da kommt das hässliche Vieh. Okay, geschafft. Ja, ja, klopfen nur dagegen. Ja, jetzt wird's interessant. Was ist denn das? Ich sollte mich vorsehen, wenn ich den Balken überquere, werde ich sprengen, das bestimmt explodieren. So, jetzt da haben wir eine Spritze, eine schmutzige Spritze, die hat ihren Haltbarkeitsdatum wohl schon überschritten. Alkohol, eine Flasche medizinisches Alkohol. Kombinieren. So, jetzt können wir sie sauber spritze und sterilisiert. So, jetzt können wir den Typen damit den Arsch pieksen. So, jetzt können wir auch das Ding da reinschieben. Yes, you can send it, so safe ding ding bums. Falls die Festung nur annähernd so ausgeklügelt wie ihr Sicherheitssystem ist, dann stand mir ordentlich was bevor. Ich wusste nicht, was ich zu erwarten hatte, aber daran gewöhnte ich mich langsam. Ja, verstehe, verstehe. Licht. Oh, lol. Voll die Scheinwerfer. Das Licht, es sieht so natürlich. Es scheint nicht natürlich zu sein. Genau. Warte, kurz leck. Irgendein Abfluss. Oh, Batterien. Ja. Hier war ich auch noch alles. Also das Spiel ist wirklich blind. Ich weiß nur bis zu einer bestimmten Stelle. Wir kommen in der Shelter-Forschungsstation Grönland. Die Shelter ist eine fast autarke Einrichtung, die in den 70er Jahren für die Bestrebung der höheren Kästen der Archaikums errichtet wurde, das Wissen der Altertums zu erforschen und zu verteidigen.
Damit sie auch den Archivakum als nützlich erweisen können, gibt es für neue Mitglieder dieser Einrichtung einige grundlegende Regeln, mit denen sie sich vertraut machen sollten. Der Shelter bietet einen Wohnbereich einschließend einer Kantine, einer Wirtnisraum und einer Krankenstation. Zusätzlich zu einer festgelegten Anzahl chemischer und biologischer Labors gibt es Arbeitsplätze, Ausgrabungsausrüstung und ein Sicherheitssystem. Die drei erstgenannten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Der anderen Einrichtung sind Sie kurz zugeteilt. Sollten Sie aufgrund Ihrer Arbeit hier auf irgendeine Weise krank, benommen oder anderweitig geistig eingeschränkt fühlen, melden Sie sich bitte nicht auf der Krankenstation. Schnüren Sie sich bitte stattdessen an einem festen Objekt in Reichweite fest und versuchen Sie alle erkannten Türen zu versiegeln. Warten Sie dann auf das Eintreten unserer Spezialisten. Bereiten Sie sich schlimmstenfalls darauf vor, persönliche Cyanidkapsel zu schlucken, dass sie im Anschluss an dieser Besprechung erhalten werden. Das Anishikum hasst es, geschätzte Mitarbeiter zu verlieren, aber es könnte zum Wohle der gesamten Organisation sein. Wir sind uns sicher, dass ihnen die Arbeit mit uns gefallen wird. Wieso machen sie eine Krankenstation, wo sie eh nicht hin dürfen? Aber egal. Wir dürfen nicht die Story hier belästigen. Jo, ja, was ist das? Nix. Was ist das? Auch nix. Nö, irgendwie schieben einfach mal das Ding hier. Hier hin. So. Ja, runter. So, es fackelt. Also, da oben ist ein Feuerlöschding. Ja. Und man stelle das Feuerlöschding da. Das Feuer unter dem Feuerlöschding. Macht's piep. Und es wird nass und die Tür geht auf. Sie ist verklemmt. Oh mein Gott. Die Tür ging zu. Ne. Die Pfanne ist runtergefallen. Hallo? Ist da was drin, ne? Nö. Alter, voller Süff drin, ne? Ketchup. Alles voller Ketchup. Ja, gut, wir haben noch Zeit. Lol. Oh. Merkwürdiges Artefakt. Und Cornflakes. Zum Saven. Gut. Das Gefühl hat etwas Beruhigendes, als ob es nun ein Problem weniger gäbe und dass ich mich wohl kümmern müsste. Ja, ja. Oh, unsere Taschenlampe. Taschenlampe. Boah. So. So. PC. Geil. Cool. YouTube? Nein. CD im Laufwerk. Keine CD im Laufwerk. Recherche. Oh Gott, nee. Meine Forschungen haben etwas Faszinierendes ergeben. Ich habe auf der Frisk immer wieder gewarnt, dass ich Zeit brauche, um eine vollständige Textanalyse durchzuführen. Bevor meine Übersetzung als abgeschlossen angesehen würde können. Er hat trotzdem mit den Ausgrabungen begonnen. Und nun muss er den Preis dafür bezahlen. Die Sicherheitsstufe dieser Einrichtung ist derart hoch, dass außerhalb dieser Mauern keine Spur auf sie hindeutet. Nicht einmal die Zentralkaste des Archikums besitzt Aufzeichnungen und ihre Position. Tatsächlich sind die einzigen Verbindungen zur Außenwelt die Notizen, die ich vor einigen Jahren zugelassen habe. Seit der Freisetzung des Virus über den Jahr wurde keine Rettungsversuche übernommen. Nicht eine Person hat versucht, die Einrichtung zu betreten. Kurz vor der Freisetzung des Virus habe ich einer Vertrauensperson eine Nachricht geschickt. Ich kann nur vermuten, dass mein Sohn Philipp die Nachricht erhalten und meine Bitte gefolgt ist. Egal, was hier unten noch passiert, jetzt kann ich zumindest sicher sein, dass von diesem Ort keine Spuren übrig bleiben, dass die Geheimnisse eh begraben werden. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, niemals einzelne Entdeckungen zu überschätzen. Die Informationen, die ich nun besitze, sind jedoch nicht für das Überleben unserer Spezies
überlebenswichtig, sondern auch für ihre Zukunft. Am Morgen benachrichtige ich als erstes nach Freiwilligen zu suchen, die ich auf dem Weg in die infizierten Bereiche des Shelters machen. Es wird sich zwar niemand melden, aber ich werde trotzdem alle fragen. Ich werde mich zuerst zur Bibliotheksforschungsstation aufmachen. Danach sind alle unbekannten Verti. Danach muss ich einfach nur meine Glauben in die Entdeckung setzen. Wenn ich mich irre, werde ich es kaum durch den Wohnbereich schaffen. Wenn ich daran denke, dass ich meine Familie für diesen Ort verlassen habe, was ist schlimmer, dass ich etwas so Wertvolles geopfert habe oder dass ich es nicht eine Sekunde lang bereue. Howard L. Frisk, Chefübersetzer. Ah, ich habe einen Inhalt der Notizen in meine Notizbuch reingeschrieben. Ja, es war ist wohl unser Vater gewesen. Dollar Controller Excel. Entsperren. Kein Wort. Passwort, bitte. Wir need ein Passwort. So, Notizbuch. Notizen. Zettliste. 19. Erhöhung der Nordwestnebelbleimine. 17. August 1930. Forschungen der Universität Kopenhagen ergaben, dass die höhere örtliche Zahl an Selbstmorden mit den chemischen Vorkommen in der Mine zusammenhängen könnten. 3. September 1939. Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. 1. Dezember 1939. Ein Teil der Bleimine wird zu einem britischen Kommandobunker umgebaut. 14. August 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs. 15. August 1945. Der kommandierende Offizier berichtet über ein uraltes Artefakt, bei das Routinearbeiten entdeckt wurde. 1952, Schließen der Nordwesten Bleimine. 1954, neue Bleimine und Eisenabbauarbeiten beginnen am Standort der alten Mine. 1969, Dr. Junior Peter wird aufgrund missgebildeter örtlicher Tiere zur Eisenmine geschickt. 1940, Dr. Peters entdeckt eine abnormale große Art des grauen Felswurms. 23. August 1972, ein Unfall mit zahlreichen Todesopfern führt zur Einstellung der Abbauarbeiten. Viele Leichen werden niemals geborgen. 19. Januar 1973, das Archikum erfährt von den Ereignissen in Grönland. 1. April 1973, Baubeginn der Shelter-Forschungsstation am Standort der verlassenen Nordwestern-Eisenmine. 1975, Bauabschluss der Shelter-Einrichtung. Schlüsselmitglied sind Aufseher Brennan Stefferson, Chemiker Troy Redsymbol und Übersetzer Howard Le Frisge. 1990, die Shelter-Operation explodiert auf sekundäre Ausgrabungsstätten. Anschließend Ausgrabungsstätte B, Wasserhöhle. 12. September 1991, der Troy Rescue wurde von Neil Oswald als leitender Chemiker von Ausgrabungsstätten B ersetzt. 6. Januar 1992, bei Ausgrabungsstätte B werden Substanzen 63 und Artefakt 66 B entdeckt. 20. Februar 1992, Ausgrabungsstätte B wird wegen freilässiger örtlicher Tierwelt geschlossen. 3. März 2000, bei den primären Ausgrabungsstätten wird das Tonguide Grab entdeckt. Die Ausgrabungen werden trotz Protest von Howard Le Frisk fortgesetzt. 7. April 2000, die Untersuchung des Thorngeid-Grabes wird von Chefaufseher Wilbur Frist beschlossen. Ach du Scheiße, kein Code. Dann muss ich auch den Part beenden, dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Penumbra im die schwarze Pest.